Alle im Kontrollraum betrachteten die Monitore. Okay, der Rex ist erledigt. So ein Hurensohn. Dann habe ich ihn also doch erwischt. Hat nur eine Stunde gebraucht, bis er es merkt. Ich glaube, wir müssen hinaus und ihn wegschaffen. Das werden wir. Er ist ein wertvolles Tier. Ich weiß, dass er ein wertvolles Tier ist. Arnold drehte sich um. Es war das Systemstatusfeld in der oberen Hälfte des Bildschirms. Normalerweise war es leer. Arnold sah überrascht, dass es jetzt gelb aufblinkte. Warum arbeiten Sie mit dem Notgenerator? Das tue ich doch gar nicht. Sieht aber ganz so aus. Das kann aber nicht sein. Was zum Teufel ist da los? Die Monitore wurden einer nach dem anderen dunkel. Das Licht ging aus und plötzlich herrschten Dunkelheit und Chaos im Kontrollraum. Muldoon öffnete die Jalousien, um Licht hereinzulassen, und Wu kam mit dem Computer aus Druck gelaufen. Hier steht es. Sie haben heute Morgen um 5.13 Uhr abgeschaltet und dann das System mit dem Notstromaggregat wieder hochgefahren. Mein Gott! Was bedeutet diese Zeile? Das bedeutet, dass das System eine Warnung an die Monitore im Kontrollraum übermittelt hat, wegen der Zäune. Haben Sie die Warnung gesehen? Nein! Wahrscheinlich habe ich mich da gerade mit Ihnen im Park unterhalten, aber wie auch immer, nein, ich habe sie nicht gesehen. Und was sagt diese Warnung über den Betriebszustand der Zäune aus? Naja, zu der Zeit wusste ich es auch noch nicht, aber wir liefen ja nur mit Notstrom. Und das Hilfsaggregat liefert nicht genug Stromstärke, um auch die Zäune zu versorgen, und deshalb blieben sie automatisch abgeschaltet. Die Zäune waren ohne Strom? Alle? Seit 5 Uhr heute Morgen. Seit 5 Stunden. Auch die Velociraptor-Zäune? Ja. Mein Gott, 5 Stunden. Diese Viecher könnten schon längst draußen sein. In diesem Augenblick drang von irgendwo in der Entfernung ein Schrei zu ihnen herein. Muldoon ging von einem zum anderen und verteilte Funkgeräte. Mr. Arnold geht in den Generatorenraum und schaltet die Hauptstromversorgung wieder ein. Dr. Wu, Sie bleiben im Kontrollraum. Sie sind der Einzige außer Mr. Arnold, der mit dem Computer umgehen kann. Mr. Hammond, Sie gehen ins Hotel zurück. Keine Widerrede, nicht jetzt. Verschließen Sie die Tore und bleiben Sie dahinter, bis Sie von mir hören. Ich werde mich um die Raptoren kümmern. Gennaro, wollen Sie noch einmal riskant leben? Eigentlich nicht. Gut, dann gehen Sie mit Mr. Hammond ins Hotel. Das ist alles und jetzt los. Was werden Sie mit meinen Tieren anstellen? Das ist eigentlich nicht die Frage, Mr. Hammond. Die Frage ist, was werden die Tiere mit uns anstellen? Er ging durch die Tür und lief den Gang entlang zu seinem Büro. Gennaro folgte ihm. Anders überlegt? Sie brauchen Hilfe. Möglicherweise. Muldoon betrat das Zimmer mit der Aufschrift Tierhüter, packte den grauen Granatwerfer und schloss einen Schrank hinter seinem Schreibtisch auf. 6 Granaten befanden sich darin. Er warf Gennaro einen kräftigen Stoffgurt zu. Legen Sie den um. Gennaro schnallte sich den Gürtel um und Muldoon gab ihm die Granaten. Wir können nur hoffen, dass schon der erste Schuss sie zerfetzt. Leider haben wir nur 6 Granaten, aber 8 Raptoren im Gehege. Bleiben Sie dicht hinter mir. Sie haben die Munition. Muldoon verließ das Zimmer, lief den Gang entlang und sah dabei über den Balkon zu dem Pfad hinunter, der zur Generatorenhalle führte. Gennaro lief keuchend neben ihm her. Sie erreichten das Erdgeschoss und stürmten durch die Glastür ins Freie, wo Muldoon unvermittelt stehen blieb. Arnold stand mit dem Rücken zur Generatorenhalle. 3 Raptoren näherten sich ihm. Arnold fuchtelte abwehrend mit einem Stock und schrie laut. Während sie näher rückten, verteilten sich die Raptoren. Einer blieb in der Mitte, die beiden anderen wichen links und rechts zur Seite aus, koordiniert, gewandt. Rudelverhalten. Von irgendwo in der Nähe des Hotels drangen Schreie zu ihnen. Gennaro lief es kalt über den Rücken. Laden! Muldoon kauerte bereits am Boden. Gennaro ließ die Granate in den Werfer gleiten. Es gab ein elektrisches Knistern, aber nichts passierte. Verdammt, sie haben sie verkehrt herum hineingesteckt. Muldoon neigte den Lauf, bis Gennaro die Granate in die Hand fiel. Gennaro lud neu, die Raptoren knurrten Arnold an, als plötzlich eines der Tiere einfach explodierte. Der ganze Oberkörper flog davon und klatschte wie eine aufgeplatzte Tomate gegen die Gebäudewand. Der Unterkörper stürzte mit zuckenden Beinen und schlagendem Schwanz zu Boden.
Das wird sie auf Trab bringen. Arnold lief auf die Tür des Schuppens zu. Die beiden übrigen Velociraptoren drehten sich um und nahmen Maldun und Gennaro aufs Korn. Henry Wu hörte die Explosionen und sah zur Tür des Kontrollraums. Er wäre lieber hinausgegangen, wusste aber, dass er im Raum bleiben musste. Sollte Arnold es schaffen, den Strom anzuschalten, dann konnte Wu den Hauptgenerator starten. Er musste im Kontrollraum bleiben. Dann hörte er jemand schreien. Es klang wie Maldun. Maldun spürte einen stechenden Schmerz im Knöchel, stolperte einen Erddarm hinunter und stürzte. Als er zurückschaute, sah er Gennaro in die andere Richtung davonlaufen, auf den Wald zu. Doch die Raptoren verfolgten nicht ihn, sondern Maldun. Er schrie sich die Lunge aus dem Leib, während er aufstand und weiterrannte, fragte sich dabei aber nur kurz, wohin er denn überhaupt noch rennen konnte. Er wusste, dass er nur noch 10 Sekunden hatte, bevor sie ihn schnappten. 10 Sekunden. Vielleicht noch weniger. Ellie musste Malcolm beim Umdrehen helfen, damit Harding ihn das Morphium injizieren konnte. Malcolm seufzte und sank zurück. Er schien von Minute zu Minute schwächer zu werden. Aus dem Funkgerät drangen blecherne Schreie und gedämpfte Explosionen, die aus der Umgebung des Besucherzentrums zu kommen schienen. Klingt wie Krieg. Da draußen. Die Raptoren sind ausgebrochen. Ach, tatsächlich? Wie konnte das denn nur passieren? Gehen Sie zur Hölle, Sie hochnäsiger Mistkerl. Es ist Ihnen doch sicher nicht entgangen, dass das, was wir hier versuchen, im Grunde genommen eine ganz einfache Sache ist. Meine Kollegen und ich haben vor einigen Jahren herausgefunden, dass es möglich ist, die DNS eines ausgestorbenen Tieres zu klonen und es zu züchten. Und da das alles so aufregend und vor allem möglich war, beschlossen wir, es durchzuführen. Ja. Sie konzentrierten sich nur darauf, ob sie etwas tun können und stellten sich nie die Frage, ob sie es tun sollen. Es war alles so einfach. Einfach? Sie sind ein noch größerer Narr, als ich angenommen habe. Was ist denn das, was da draußen jetzt los ist? Das ist Ihre einfache Idee. Von wegen einfach. Sie erschaffen neue Lebensformen, über die Sie rein gar nichts wissen. Und doch erwarten Sie, dass Sie tun, was Sie wollen, nur weil Sie sie erschaffen haben und glauben, sie seien Ihr Eigentum. Ich erkläre Ihnen die wissenschaftliche Macht, die Sie hier anwenden. All das ist ihnen in den Schoß gefallen. Sie haben gelesen, was andere erforscht haben, dann haben sie den nächsten Schritt gemacht. Das Wissen ist nicht auf ihrem eigenen Mist gewachsen und deshalb übernehmen sie auch keine Verantwortung. Und bevor sie überhaupt wussten, was sie da hatten, ließen sie es patentieren und vermarkten es und klebten ein Etikett auf eine Plastikdose und wollen damit einfach nur Profit machen. Und genau deshalb glauben sie, dass es einfach ist, einen Park wie diesen zu bauen. Es war einfach. Warum ist es dann schiefgelaufen? Benommen, vor Anspannung, schwang John Arnold die Tür zur Generatorenhalle auf und betrat den dunklen Innenraum. Es war finster dort drin. Er spürte kalte Luft und die riesenhaft höhlenartige Ausdehnung des Gebäudes, das 2 Stockwerke in die Tiefe reichte. Er musste den Laufsteg finden. Aber er musste vorsichtig sein, sonst würde er sich den Hals brechen. Der Steg. Er tastete herum wie ein Blinder und merkte, dass es sinnlos war. Irgendwie musste er Licht in den Schuppen bringen. Er ging zurück zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Das gab genug Licht, aber die Tür blieb nicht offen. Schnell zog er einen Schuh aus und klemmte ihn dazwischen. Er ging zum Steg, den er jetzt auch deutlich sehen konnte. Vor ihm lag die Treppe, die zu den Generatoren führte. Nur noch 10 Meter. Dunkelheit. Das Licht war verschwunden. Arnold drehte sich zur Tür um und sah, dass der Körper eines Velociraptors das Licht verdeckte. Das Tier bückte sich und schnupperte an dem Schuh. Wo? Ja, hier? Ist der verdammte Strom schon wieder an? Nein. Ich glaube, Arnold hat es bis in den Schuppen geschafft. Was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Wo sind Sie? Ich stecke fest.
Was? Ich stecke in einem verdammten Rohr und im Augenblick bin ich sehr beliebt. Eingekeilt trifft es wohl genauer. Hinter dem Besucherzentrum habe ich einen Stapel von Röhren entdeckt, bin in die erste rückwärts hineingekrabbelt. Wenigstens können sie mich hier nicht kriegen, zumindest nicht mehr, nachdem ich einem von ihnen ein Bein abgeschossen habe, als sich der neugierige Mistkerl zu nah an die Röhre wagte. Hat Arnold ein Funkgerät? Ich glaube nicht. Bleiben Sie einfach, wo Sie sind und warten Sie ab, was passiert. Arnold wich über den Laufsteg zurück. Der Velociraptor war höchstens 3 Meter entfernt und pirschte sich durch die Dunkelheit an ihn heran. Arnold hörte das Klappern der tödlichen Klauen auf dem Metall. Wenn er es bis zur Treppe schaffte und in das Stockwerk darunter steigen konnte. Er griff hinter sich, spürte den Handlauf und begann die fast vertikalen Stufen hinunter zu hasten. Seine Füße berührten ebenen Beton. Der Raptor, jetzt gute 6 Meter über ihm, knurrte frustriert. Leck mich! Er drehte sich um. Das Notaggregat war nicht mehr weit entfernt, noch ein paar Schritte und er würde es sehen, trotz der Dämmerung. Hinter sich hörte er einen dumpfen Aufprall. Arnold drehte sich um. Der Raptor stand knurrend auf dem Betonboden. Er war gesprungen. Arnold sah sich schnell nach einer Waffe um, aber plötzlich wurde er mit dem Rücken auf den Beton geworfen. Etwas Schweres lastete auf seiner Brust. Er konnte nicht atmen und da wusste er, dass das Tier auf ihm stand. Er spürte die riesigen Klauen in sein Fleisch stechen. Er roch den fauligen Atem aus dem Maul über ihm und er öffnete den Mund zu einem Schrei. Nein! Wie viel Zeit ist vergangen? 4 oder 5 Minuten. Arnold sollte es inzwischen erledigt haben. Falls er es geschafft hat. Haben Sie eine Ahnung? Nein. Wissen wir etwas von Gennaro? Ja, hier. Wo zum Teufel sind Sie? Ich gehe jetzt zur Generatorenhalle. Wünschen Sie mir Glück. Gennaro kauerte im Unterholz und horchte. Direkt vor ihm lag der baumbestandene Weg, der zum Besucherzentrum führte. Gennaro wusste, dass die Generatorenhalle sich irgendwo östlich davon befand. Er hörte das Zwitschern der Vögel in den Bäumen. Ein leichter Dunst hing in der Luft. Einer der Raptoren brüllte, aber das kam von ziemlich weit her. Gennaro ging los, verließ den Pfad und bahnte sich einen Weg durch die Vegetation. Er bewegte sich so leise er konnte, war sich dabei aber nur zu bewusst, dass er trotzdem eine Menge Lärm verursachte. Er zwang sich, langsamer zu gehen und spürte, wie sein Herz hämmerte. Die Vegetation war hier sehr dicht. Er hatte kaum mehr als 2 Meter Sicht. Er sah rechts von sich das Dach über den Palmen auftauchen. Er kam von hinten auf das Gebäude zu und ging darum herum zur Vorderseite. Er entdeckte die Tür, öffnete sie und schlüpfte hinein. Es war sehr dunkel und er stolperte über irgendwas. Über einen Männerschuh. Direkt vor sich sah er einen Laufsteg und eine Treppe, die nach unten führte. Weiter unten war es noch dunkler. Er konnte kaum etwas sehen. Mit nach oben ausgestreckten Händen, um sich nirgends den Kopf anzustoßen, tastete er sich an den Röhren entlang. Er hörte ein Tier knurren und er starrte. Er horchte, aber das Geräusch wiederholte sich nicht. Vorsichtig ging er weiter. Etwas tropfte auf seine Schulter und den nackten Arm. Es war lauwarm wie Tümpelwasser. Er berührte es in der Dunkelheit. Klebrig. Er roch daran. Blut. Er sah hoch. Der Raptor hockte auf einer Röhre 1 Meter über seinem Kopf und Blut tropfte ihm von den Klauen. In einem eigenartigen Gefühl der Distanziertheit fragte Gennaro sich, ob das Tier verletzt sei. Und dann begann er zu laufen, aber der Raptor sprang ihm auf den Rücken und stieß ihn zu Boden. Malcolm lag schwitzend im Bett und horchte auf, als das Funkgerät knackte. Und? Bekommen Sie was rein? Kein Wort. Verdammt. Ich bin ja schon gespannt auf seinen neuen Plan. Ich würde es für das Beste halten, wenn wir alle im Hotel zusammenkommen und uns dort neu gruppieren. Aber ich sehe keinen Weg, das zu schaffen. Vor dem Besucherzentrum steht ein Jeep. Wenn ich zu Ihnen heranfahre, würden Sie es bis zum Auto schaffen? Vielleicht, aber dafür müssten Sie den Kontrollraum verlassen. Ich kann ja sowieso nichts tun. Mein Gott, das stimmt. Ein Kontrollraum ohne Strom ist so gut wie kein Kontrollraum. Also schön, versuchen wir es. Es sieht nicht gut aus. Nein, es sieht wirklich nicht gut aus. Es sieht nach einer Katastrophe aus. Die Raptoren werden uns zum Hotel folgen.
Trotzdem ist es besser so. Also los. Kommen Sie, Ian, Sie müssen sich jetzt ausruhen. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung, wie unwahrscheinlich es ist, dass auch nur einer von uns diese Insel lebend verlässt?